so, weil wir gerade noch mal drüber gesprochen hatten. Das ist mir mein Mann über die Bestrafung und so weiter und so fort in der DDR. Da kann ich aus eigener Erfahrung auch noch mal etwas dazu beitragen. Und zwar bin ich damals in der 7. Klasse gegangen. Und ich habe damals mit ein paar Freunden unten vor der Haustür gestanden. Wir kamen gerade von der Fahrradtour, die wir gemacht hatten. Und ich weiß nicht mehr so genau, über was wir uns da unterhalten hatten. Auf alle Fälle ging das ums Verreisen und so. Und dann sagte ich dann, naja, jetzt kommen ja auch so ein paar Reiseerleichterungen, sollen ja jetzt kommen, durch die Bundesregierung eingeführt. Naja, wollen wir mal sehen, was das bringt. Vielleicht kann man dann auch irgendwann mal einen Westen fahren, sich das mal anschauen. Und dann sagte die eine da, meine Spielkameradin da, ich weiß nicht, also meine Freundin da, habe ich aber gar nichts gehört. Naja, sag ich, du musst nicht die aktuelle Kamera gucken, du musst schon im Westen die Nachrichten gucken, ne? Tagesschau und die Heute-Sendung. So. Naja, und hab auch gar nicht mehr darüber lange nachgedacht und so weiter und so fort. Naja, und dann am nächsten Morgen bin ich dann zur Schule gegangen, wie immer. Und dann musste ich beim Direktor vorsprechen. Was mir sehr komisch vorkam, weil mit dem Direktor ja nie was zu tun gehabt. Und der hat sich auch nie mit uns unterhalten oder so. Also schwante mir da schon so ein bisschen was. Aber auf den Grund bin ich nicht gekommen. Und dann wurde ich auch ganz, wie soll ich das sagen? Also, die haben bei mir ein Exempel statuiert, ne? Zuerst wurde ich klein gemacht durch den Direktor. Jedenfalls hat er das gedacht. Das war damals der Herr Neise, der Genosse Neise. Da hat er auch das SED-Parteizeichen an seiner Brust und hat mich gefragt, wie ich sowas erzählen kann, wie ich Westpropaganda verbreiten kann. Er hat gesagt, was er denn meint, ob er mal konkreter werden kann. Und dann hat er gesagt, ja, ich hätte erzählt, dass die Preiserleichterungen und sowas. Ich habe gesagt, vielleicht gibt es welche. Ja, und dann haben sie noch fürs Westfernsehen Werbung gemacht. Ich sagte, da brauche ich keine Werbung machen. Gucken Sie mal auf die Dächer, hier sind überall die ganzen Dächer schon kaputt von den ganzen Westfernsehen. Ne? Ich meine, die siebte Klasse ist man dann ja nicht mehr so zu klein. Und dann hat er gesagt, ja, also das tut mir sehr leid, aber da werden wir morgen Fahnenappell machen und da werden sie dann öffentlich einen Tadel von mir bekommen. Ja, das würde sein. Wenn ihnen das irgendwie in ihrer Not hilft, dann meinte ich, dann tun sie das. So, und am nächsten Tag, ich habe dann erstmal einen Eintrag ins Hausaufgabenheft bekommen. Also wir hatten so Hausaufgabenhefte, kann man mal bestätigen. Und da wurde dann auch öfters mal eingetragen, wenn man böse war, ne? Und in diesem Fall habe ich dann eine Eintragung bekommen mit roter Schrift, damit man das dann auch gleich sehen konnte. Und das sollten dann die Eltern noch unterschreiben, weil... Ja, und da stand dann eben halt auch drin, weshalb, wieso, warum und dass ich gefährdet werde. So, und dann habe ich dann am nächsten Tag wirklich vor der gesamten Schule, da musste für alle die westdeutschen Zuhörer, die das nicht kennen, da wurden dann immer Fahnenappelle abgehalten, also Drill, ne? Drill der Kinder. Und dann waren die Kinder alle von der 1. bis zur 10. Klasse nach Klassen sortiert im Viereck aufgestellt worden. Und unter dem Gehweg, wo die Lehrer immer lang ging, der war ja bedacht. Und da standen dann der Direktor, die stellvertretende Direktorin und die Klassenleiterin. Und die standen dann da und dann wurde durch ein Mikrofon rumgeblatt. Ja, Fahnenappelle gab es oft und diesmal war der Fahnenappell eben extra für mich. Ich war also in dem Moment sehr berühmt. Und da musste ich dann nach vorne kommen und dann wurde ich da hingestellt, in der Mitte, und dann wurde gesagt, was mein Vergehen war.
Und die hohen Klassen, so die 8., 9., 10. Klasse, die murmelten nur. Und die Kleinen, die guckten mich ganz böse an. Die hatten natürlich Pionierhalstuch und Pionierbluse um. Ich sollte eine FDF-Bluse anziehen, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ja, und ja, ich renne dann den ganzen Tag in dieser blöden FDF-Bluse rum. Ja, was hatte ich denn noch dran? So, und dann jedenfalls, du. Ja, und dann war es das. Und wenn man da nun so ein Siebelchen gehabt hätte, ich meine, ich habe mich ganz schön geärgert darüber, das muss ich ehrlich sagen. Und ich habe auch meine Freunde gesagt, mit denen ich vorher mich ja darüber unterhalten hatte, egal wer von euch das jetzt ausgeplaudert hat. Ich bin demjenigen absolut nicht böse, aber ich werde immer wieder Westnachrichten gucken, weil das hier jeder tut, auch eure Eltern. Das wollte ich nur nochmal erzählen. Die Namen der Freunde hast du nicht mehr, ne? Oder deine Spielkameraden oder so? Doch, natürlich. Das du meinst, das war sie? Du weißt nein, nicht, wer es war, ne? Also das Problem ist der folgende. Von den Kindern war es keiner. Wir haben vor der Haustür gestanden. Ach, das haben und ich weiß hundertprozentig, von wem das kommt. Das kam von Frau Schacht, die unten rechts wohnt. Ja. Ihr Mann hat im Ostseedruck gearbeitet, muss also eine hundertprozentige Socke gewesen sein, denn wer bei einer Zeitung arbeitet, also in der DDR. Und die hatte das Badezimmerfenster immer auf und sie war zu dem Zeitpunkt auch im Badezimmer. Und Rolli guckte wie immer, das ist ihr Kunst gewesen, guckte ja, dann einmal raus und von der kam. Ja, das ist gut. So. Das war's hier? Ja. Okay.